Job ist okay. Ich kann mich nicht beklagen, wenn ich mein Leben ansehe. Doch manchmal kommt dies Fieber und es erwischt mich voll. Ich spür's immer wieder. Ich brauch den Rock'n'Roll immer mehr. Alles auf Anfang, alles auf Go. Alle mal herhören, jetzt kommt die Rock'n'Roll Show. Alles auf Go. Es hilft mir, wenn ich down bin, dann geht's mir wieder gut. Ich steh auf E-Gitarren, ich brauch den harten Beat. Lass doch die Leute starren, das kümmert mich ein Schild sowieso. Alles auf Anfang, alles auf Go. Alle mal her, hier kommt die Rock'n'Roll Show. Das, was wir wirklich wollen, das alles können wir. Alles auf Anfang und alles jetzt so. Dass dich die Träume locken, dafür ist niemals zu spät. Wir werden weiter rocken, solange wie das irgendwie geht. Hallo und herzlich willkommen hier auf dein Kanal. Mein Name ist Tina Günther und ich freue mich heute auf das Interview mit unserem Deutschrocker Stefan Carabau. Hallo. Und Volker, unserem Mod. Hallo. Für euch kurz der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir versuchen sie zwischendurch auf jeden Fall zu beantworten. Stefan, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ja, wie bin ich zur Musik gekommen? Ich war mal irgendwann, was man nicht glaubt, ein kleiner Junge. Und hatte eine sehr strenge Oma, die das nicht mochte, dass ich nur Fußball spiele. Mhm. Und so musste ich um 16 Uhr dann immer zu Hause sein. Und da wurden Gedichte gelernt. Und es wurden Volkslieder gesungen. Und als ich dann zur Schule kam, sagte die Oma, ich glaube, du gehst dann mal bitte in den Blockflötenunterricht. Und das habe ich dann natürlich auch getan. Und gleichzeitig habe ich mich im Chor angeschlossen. Ja, und weil meine Oma nun auch so ein kleiner Wirbelwind war, hat sie mich dann also immer unterstützt. Das kam spielmann zu 5 Jahre dazu. Dann bin ich Diskjockey geworden. Und so hat sich die Musik eigentlich immer so durch mein Leben gesetzt, bis ich dann nachher ein eigenes Equipment mir gekauft oder zusammengestellt habe, bin als rollende Diskothek, als Entertainer durch die Gegend getingelt. Hab dann 2002 im schönen Thailand viele, viele Musiker kennengelernt. Es haben sich lange Freundschaften entwickelt.
Und dort habe ich dann als Frontsänger agiert in vielen Bands, wenn ich dann mal so 3 Monate drüben war. Ja, dann kam irgendwann auch mal die eigene Schiene, die eigentlich vielleicht viel früher hätte sein sollen, aber man kann es nicht beeinflussen und ich freue mich, dass es so weit gekommen ist. Sehr schön, das freut uns natürlich auch und euch da draußen sicherlich auch. Volker, du bist Moderator. Bei welchem Radio? Ja, ich bin zurzeit, also bin ich selbstständig. Ich war bei vielen anderen Radios schon beschäftigt, habe da gesendet. Nur ich habe mir so jetzt mal gedacht, so langsam wird es auch mal Zeit, sich mal ein bisschen zu erweitern. Ja, und jetzt versuche ich halt meine eigene Schiene zu fahren, so auf Facebook, auf YouTube und halt auf verschiedenen Events. Das ist doch mal ein Anfang. Stefan, wie hast du Volker kennengelernt? Das würde uns alle brennend interessieren. Ja, ja, ach, da sind wir eigentlich auch schon gestern Abend noch am Überlegen gewesen. Wir haben uns eigentlich richtig kennengelernt. Es war eigentlich übers Internet und es kam über meine Tochter, aber da sprechen wir, glaube ich, ja nachher noch mal ein bisschen drüber. Ja, da kommen wir drauf zurück. Und ja, wir haben erst einmal miteinander geschrieben, ganz normal gechattet, so hallo. Und ich war ja auch noch so ein bisschen neu in dieser ganzen Musikbranche. Und da habe ich aber Hilfestellung gekriegt, so unerwartet. Und ich habe das eigentlich gar nicht ganz begriffen. Hat der Volker mir so das ein oder andere Angebot gemacht, was er denn für mich tun könnte. Und da hat man öfter mal miteinander telefoniert und schwupp, siehe da, man tauschte dann auch schon mal so einige Persönlichkeiten oder persönliche Probleme aus. Letztendlich kam es dann zu einem Besuch hier in Dortmund und ja, wie sagt man so schön, zwischen Mann und Frau würde man sagen, es hat geschnackelt. Geschnackelt. Das ist doch mal eine andere Art des Online-Datings, die wir das hinführt, wie wir sehen. Warum bist du so oft in Dortmund? Was bedeutet dir der Ruhrpott? Eine ganze Menge. Also erstens mal bedanke ich mich bei dir, dass du meine Farben schwarz-gelb heute trägst. Es ist für mich so, es kann keiner verstehen, dass ich mich im Ruhrpott wohlfühle, obwohl ich ja nun von der Ostseeküste komme. Aber Das merkt man aber nicht mehr. Ich weiß, ich habe das Westfälische auch ganz schnell angenommen und das mir und mich und so weiter, ja, da darf ich jetzt auch mal wieder verwechseln. Spaß beiseite, ich mag diesen, dieses Bundesland so sehr, weil es verbindet mich eigentlich immer mit den Gedanken an harte Arbeit. So, dieses Untertage, die Kumpels, dieser Zusammenhalt, der damals war. Und ich habe ein Lieblingslied und glaube mir, Tina, es ist wirklich so, wenn ich oft mal zu Hause sitze, ein bisschen traurig bin oder bin der Meinung, ich habe ja zu viel geleistet, dann höre ich mir, der Steiger kommt an und dann weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts geleistet habe. Also wie gesagt, eine ganz, ganz große Verbundenheit, jetzt natürlich auch hier in Dortmund, viele, viele Bekannte, Freunde und ja, ist einfach schön hier. Das freut uns zu hören, definitiv. Ich hoffe euch da draußen auch. Volker, nochmal zurück zu dir. Wie groß ist eigentlich dein Team? Ja, unser Team also besteht jetzt zurzeit also hier in Dortmund. Wir haben ja 2 Teams. Wir sind ja auch in Lübeck vertreten. Richtig. Wir haben auch ein Lübecker Team. In Lübeck sind es, glaube ich, soweit ich jetzt informiert bin, 8 Leute, die im Team sind. Mhm. Wobei also Fanshop-Betreuung, Security, es beinhaltet eigentlich alles das, was man halt so... Man glaubt ja gar nicht, wie viel dazu gehört, so etwas aufzubauen. Ja, es ist auch eine immense Arbeit, erstmal überhaupt sowas auf die Beine zu stellen. Und jetzt gerade auch hier durch diese Corona-Geschichte, die wir jetzt lange hinterhergehinkt sind, ja, wurde es natürlich doppelt so schwer. Und jetzt ist es natürlich auch wieder schwer, weil der Markt im Moment sehr übersättigt ist, weil jeder Künstler möchte jetzt natürlich, wo er jetzt wieder darf, möchte natürlich wieder auf die Piste und Gas geben, ne? Da gehört auf jeden Fall eine Portion Leidenschaft dazu, die bei euch ja definitiv da ist. Ja, auf jeden Fall. Mal sagen. Ja, sicherlich. Und unser Team hier in Dortmund ist im Moment etwas kleiner als wie in Lübeck. Mhm. Aber naja. Das ist ja noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende und heute ist ja nicht alle Tage. Ne? Genau, da kommen wir auch nochmal gleich darauf zurück, Leute. Stefan, wie wichtig ist dir das Team Dortmund und wie wichtig ist dir das Team Lübeck? Na, natürlich sind beide Teams verdammt wichtig. Der Volker hat ja eben schon gesagt, in Lübeck sind es 8 überwiegend junge Menschen. Also mein Techniker dort, der Torben, der ist 17 jetzt. Schöne Grüße an Torben. Das wollte ich auch gerade sagen. Und der Torben hat uns schon abgemischt, die Lena und mich, vor 3 Jahren, also mit 14. Der ist, glaube ich, auch schon irgendwie mit dem Kabel in der Hand zur Welt gekommen. Also toller Typ. Ja, so denke ich mal. Und weißt du, das hat sich dann so...
Also es streckt sich zwischen 17 und 23 und das sind Menschen, junge Leute, die ziehen mit uns an einem Strang und das ist das Schöne. Und ja, der ältere Part, sag ich mal, der sitzt dann hier in Dortmund und ganz großes Ziel von mir ist, es war schon mal so, dass zumindest der Volker mal mit dem Lübecker Team zusammengekommen ist, aber ich würde die alle ganz gerne mal so ein bisschen zusammenführen. Aber wie gesagt, jeder hat so seinen Aufgabenbereich und es gibt eigentlich gar kein Gemaule. Das ist aber schön. Frisches Blut und erfahrenes Blut sind ja, auf jeden Fall mit dabei. Volker, welche Aufgaben hast du im Team Dortmund? Was machst du? Ja, im Team Dortmund bin ich eigentlich so, wie sagt man so schön, das Mädchen für alles. Der Allrounder. Also der Allrounder, ich mache, ja, wie gesagt, ich mache Manager für den Stefan. Mhm. Das heißt, ich versuche natürlich so gut wie es geht, halt den Auftritte zu besorgen, Location klar zu machen. Ich kümmere mich halt mit um die Werbung, ich kümmere mich um seine Homepage. Marketing. Teilweise um sein Facebook, wie gesagt, um sein komplettes Marketing. Ja. Aber das allerdings nur hier im Bereich Nordrhein-Westfalen, weil wie gesagt, wir haben ja zwei Teams. Mhm. Ja, und weil sonst wäre das eigentlich gar nicht für einen so zu bewerkstelligen. Verständlich. Alles, ne? Da gibt es auch Leute in Lübeck, die das dann zusätzlich noch machen. Ja, sicherlich. Wie ich ja schon sagte, wenn wir Live-Auftritte machen, jeder ist eigentlich im Grunde genommen bereit, mal in die Lücke des anderen zu springen. Also das ist schon das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz toll. Das ist schon mal schön zu hören. Stefan, wie wichtig ist dir dein Fanclub eigentlich? Jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Die hören zu. Nein, mein Fanclub, ich bin da total stolz drauf. Ja. Also dazu muss ich eine kleine, eine blöde Geschichte erzählen. Ich habe mal über 800 Fans gehabt und jemand da draußen mochte mich nicht so gerne oder war eifersüchtig oder sonst irgendwas. Und hat dann quasi diese Fangruppe gefaked, sodass ich sie über 28 Tage nicht nutzen, beziehungsweise doch nutzen schon konnte. Aber ich konnte immer den Namen nicht verändern. Und so entstand eine neue Gruppe. Und da sind jetzt schon wieder 600 drin. Ja. Und die alte ist aber jetzt auch aktiv und da läuft es auch weiter. Ne? Ja, das so, das ist also schon okay. Und ja, natürlich sind die mir wichtig, weil ich merke, dass da auch mittlerweile viele Hardcore-Fans dabei sind. Also finde ich total klasse. Ne? So, ich werde natürlich von denen auch sehr oft dann per Messenger angeschrieben. Hallo, wie geht's dir? Oder ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Das ist eigentlich schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, es bedeutet mir das viel. Es pusht unheimlich. Da muss man auch ehrlich sein, egal wie toll der Künstler ist, wie viel Talent dahinter steckt, ohne die Fans ist man nichts. Man ist ein Nichts, genau so ist es. Ja, deswegen danke und liebe Grüße an alle meine Fans da draußen. Sehr schön. Volker, kommen wir nochmal auf dich zurück. Benötigt das Team Dortmund noch weiteres personelle Unterstützung? Unbedingt, weil Hilfe kann man nie genug bekommen und jeder helfende Hand mehr ist natürlich auch ein Gewinn für uns, weil es ist, wie ich gerade schon sagte, also es ist für Einzelpersonen ist es sehr, sehr schwer, sich da zu arrangieren. Das heißt, die Zeit hat man gar nicht dafür, die man braucht. Richtig. Also selbst wenn der Tag 48 Stunden hätte, hätten wir noch 50 Stunden zu wenig. Ja? Und daher ist es natürlich jede helfende Hand, die sagen würde, du hör mal, ich habe Lust damit in eurem Team mitzuarbeiten oder so, natürlich herzlich willkommen. Also, ihr habt es gehört, also Hände hoch, ne? Wenn ich da mal ganz kurz noch einblenden darf. Ich habe so in der letzten Zeit sehr oft mit Leuten, gerade in Lübeck, gesprochen, die zu mir gesagt haben, hey, wenn ich das so von außen sehe, was hängt eigentlich da alles dran? Ich mache eigentlich das Radio an und aus, wenn ich das möchte. Ich schiebe eine CD rein und hole sie wieder raus, wenn ich das möchte. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, was hängt da eigentlich alles dran? Und ich sage mal so, es ist ein leichtes, ins Studio zu gehen und zu sagen, ich habe hier einen Text, eine Melodie, ich singe ein. Aber schon im Vorfeld ist so viel Arbeit und das geht dann nach dem Song erst richtig los. Ja, so diese Promotion, dass du auf wirklich alles achten musst. Hast du auch einen Stift? Schreibt der auch auf der neuen Autogrammkarte? Du hast keine Autogrammkarten mehr. Oh, du musst ja noch was posten. Und wie der Volker eben schon sagte, der Tag hat zu wenig Stunden. Dann liegst du um 22.30 Uhr, 23 Uhr im Bett und sagst, Sapu, ich hab's geschafft. Heute kann ich mal 5 Stunden schlafen. Ach, da fällt dir noch was ein und du musst noch mal eben was schreiben. Dann sind es eben nur 4 Stunden. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Ich mache es gerne. Darum geht es. Wenn es mit Liebe ist, ne, arbeitet man ja auch gerne so dafür. So ist es, genau.
Stefan, du bist ja auch nicht nur Sänger, sondern auch Manager deiner Tochter Lena Mainoi. Ja, ja. Und das hatten wir vorhin ja schon angesprochen. So mhm. kam dann eigentlich auch die Verbindung zum Volker zustande. Mhm. Und ja, die Lena, die ist mit 15 entdeckt worden und brauchte ganz dringend einen Manager. Und der Witz an der ganzen Sache war, als sie mal 4 oder 5 Jahre alt war, träumte sie davon, eine Sängerin zu werden, und hat gesagt, wenn ich mal berühmt bin, ne, machst du meinen Manager. Und aus diesem Kinderspruch ist dann tatsächlich Wahrheit geworden. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, hatte aber durch unseren mittlerweile gemeinsamen Produzenten unheimlich viel Unterstützung. Und der hat mir die ein oder andere Lehrstunde gegeben und wusste, dass ich immer alle Fragen dreimal stelle. Einmal zum Hören, einmal zum Kapieren und einmal zum Revue passieren. Ja, genau. Ja, ja. Und da ist er mir nicht böse. Ganz im Gegenteil, weil die Musikbranche ist halt hart. Und wir haben wirklich, oder ich musste mich dann durchbeißen und ich habe immer jemanden gehabt, den ich fragen konnte. Naja, die Lena, die brauchte dann eben halt jemanden. Und als wir 2019 hier in Dortmund im Friedenbaumpark waren und sie vor 25.000 Leuten auftrat, Tina, das ist kein Spruch, 2 Künstlerinnen haben sie umarmt und haben geweint und haben gesagt, das hätte ich mir auch gerne gewünscht, einen solchen Vater, der mein Manager ist. Weil, wie gesagt, es ist schon was anderes, was Gefühlvolleres und was, da ist mehr Vorsicht dabei, wenn der Vater das Ganze für dich macht und arrangiert. Ne? Der kennt ja auch die schwarzen Seiten des Ganzen. Ne? Richtig. Naja gut, die Lena, der hat sich ein bisschen zurückziehen müssen aufgrund der Berufsausbildung, die ist jetzt im zweiten Lehrjahr, wird aber, das darf ich jetzt mal verraten, sie wird wieder produzieren. Da wird auch was ganz Neues kommen. Ihr habt es gehört. Ja, und mehr darf ich nicht verraten. Will ich auch gar nicht. Sonst kriegen nämlich Haube, wenn ich nach Hause komme. Aber wie gesagt, ich werde auch weiterhin ihr Management machen. So lange ich das eben halt noch kann. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Aber Volker, werdet ihr von anderen auch noch unterstützt? Inwiefern von anderen unterstützt, ja. Also ich meine, wir kriegen natürlich auch so teilweise mal Unterstützung von irgendwelchen Lokalitäten, wo wir dann halt auch keine Miete zahlen müssen oder irgendwie sowas, ja, wo man sich dann halt anders arrangiert. Also irgendwo. Die außerhalb vom Team sind im Grunde genommen ja, ja. Unterstützung. Ja, und das ist im Moment, ja, es ist schwer, gerade auch in der Schlagerbranche Fuß zu fassen, weil man sagt nicht umsonst, die Schlagerbranche ist ein Haifischbecken. Allerdings. Ja, da ist es, also da brauche ich auch nicht die Hand vor den Mund halten. Also da ist wirklich, da gönnt der eine dem anderen seinen Erfolg nicht. Das ist leider traurig, ja, aber es ist so und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch mal wieder ändern wird. Ja, alle wollen mit dabei sein, alle wollen Star werden, jeder gegen jeden. Aber es gibt ja auch Leute, die zusammenhalten. Es gibt sicherlich auch Freundschaften und Unterstützung innerhalb der Schlagerbranche. Ja, doch, natürlich gibt es Freundschaften. Wäre anders auch gar nicht denkbar. Aber es ist halt natürlich so, und jetzt gerade auch im Hinblick auf 2 Jahre Corona, jeder versucht natürlich der Erste zu sein. Überleben. So. Und Überleben ist das große Stichwort, ja. So ist das. Stefan, alles auf Anfang, das war dein erster Titel. Wie kam es eigentlich dazu? Ja. Wie kam es dazu? Die Lena. Gute Frage. Die Lena hatte ihre 5. CD eingesungen bei Gottfried Koch in Hamburg im Studio. Mhm. Er war halt übrigens gerade in London und ganz liebe Grüße an dich, Gottfried. Der Titel war eingesungen und ich hatte mal kurz durchgeblättert in meinem kleinen Hirn und stellte fest, ich habe ja 40 Jahre Musik rum, also von der DJ-Zeit. Bist denn jetzt so Management? Jahre. 40 Jahre, ja, ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, hättest du Lust, mit mir zusammen ein i-Tüpfelchen auf mein musikalisches Leben zu basteln? Einfach so ein persönliches Dankeschön für mich, was ich mir selber geben würde. Er sagte, was willst du denn singen? Ich sagte, du, was singe ich? Ich bin Kind des Rocks. Ich bin Deutsch. Ich möchte in meiner Muttersprache singen. Also mit Deutschrock, sagt er, ja, das ist wunderbar, ist in Ordnung, mache ich für dich. Und hat er auch den Text geschrieben, wie bei meinen anderen beiden Titeln auch. Und er hat sich eine musikalische Biografie von mir herausgesucht und an der hat er sich entlang gehangelt. Denn alles, was ich in diesem Song singe, alles auf einmal, das ist auch so. Ja? Klar habe ich jetzt einen tollen Wagen, bin bei meinem Job okay, aber es ist immer dieses Fieber nach dem Rock'n'Roll. Und das war schon als kleiner Junge so.
Und so ist dieser Titel dann entstanden. Und ja, der ist... Du brennst sicherlich dafür. Ich kann nicht ohne, ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, ich kann nicht ohne. Auch die Musik, das möchte ich auch mal einfließen lassen, hat in der Erziehung meiner beiden Töchter, weil die Lena hat ja noch eine Schwester, habe ich die immer einfließen lassen. Ich habe immer gesagt, bist du mal richtig down, dann hör dir den Hardrock rein an. AC/DC, hau dir das rein. Und wenn du zu euphorisch bist, eine Ballade kriegt dich ganz schnell runter. Also, sag mal, das war so ein bisschen Stimmungsbarometer. Ne? Das merkt man bei jeglicher Art von Musik. Ich komme jetzt nicht drum rum. Deine Schuhe. Rote Schuhe. Meine rote Hat Schuhe. Das was zu bedeuten? Du bist jetzt die zweite Frau in meinem Leben, die mich drauf anspricht. Ihr seht das jetzt gerade nicht, halt mal höher. Ja, meine roten Schuhe. Ja, wer mich kennt und wer Fan von mir ist, weiß es. Das ist ein Markenzeichen. Und jetzt will ich das Geheimnis mal lüften. Schön, dass du da... drauf anpiekst. Wir Frauen achten ja auf Schuhe. Ja, so ist es. So ist es. Ja, genau. Also diese Schuhe sind Markenzeichen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe 15 Jahre in Thailand gerockt und da gehörte eine Weste dazu. Und es gehörte auch ein Banana dazu. Das darf ich heute mal auch hier vor laufender Kamera sagen. Da hat der Herr Mädchen für alles, auch Manager genannt, zu mir gesagt, unglaublich, ich sehe aus wie ein Kasper, aber das war eben halt dort in Thailand so üblich. Und ich hatte die roten Schuhe. Und eines Tages stand ich auf einer großen Bühne mit einer Sängerin zusammen. Der Name ist Boon, eine ganz, ganz tolle Stimme. Und sie hatte ihr Lied, oder wir hatten das Lied beendet und sie guckte auf meine Schuhe und sagte, hey Carabao, I love your red shoes. Und da war eben halt der Moment geboren, wo ich sagte, jetzt wird das zum Markenzeichen. Und ja, die sind schön bequem. Beibehalten. Die sind schön bequem und ja, lass mich die mal da tragen. Sehr schön. Ist auch so ein bisschen wie bei Dorothy zurück nach Hause. Ne? Ja, genau. Immer auf Anfang. Ja, ja. Aber Volker, nochmal zu dir. Identifizierst du dich denn voll und ganz mit Stefans Songs? Oder zumindest ein bisschen. Ich, ja, eigentlich auch voll und ganz und besonders hier runter vom Sofa, weil ich bin auch kein Mensch, der also lange zu Hause sitzen bleiben kann, untätig sein kann. Das kennen wir ja. Ja, und ich muss immer Action haben, ich muss immer irgendwas bewegen können, weil sonst bin ich unglücklich. Ich habe jetzt schon Angst davor, Rentner zu werden, alt zu werden. Das wird nicht passieren. Und irgendwo dann irgendwo nicht mehr so zu können wie heute. Ich glaube, das wäre für mich der absolute Untergang. Also Rock, dein Leben ist auch direkt ins Blut bei dir übergegangen. Ja, auf jeden Fall. Super, hast du schon mal großartig was erreicht, würde ich sagen. Ne? Bist wahrscheinlich auch nicht der einzige Volker. Ja, ist ja mit Sicherheit nicht der einzige, nein. Kommen wir auch mal darauf zu sprechen, Runter vom Sofa, das ist ja dein zweiter Song. Erzähl uns doch mal was darüber. Gerade jetzt zur Corona-Phase ist das für uns alle natürlich wichtig, Runter vom Sofa. Ne? Ja, gut, also der Titel ist in der Corona-Zeit entstanden, er war aber nicht Corona-orientiert. Also Gottfried Koch und ich haben uns natürlich überlegt, was können wir machen? Und man muss zunächst mal sagen, er ist ja 10 Wochen nach Alles auf Anfang erschienen. Und in der Musikbranche hörte man dann plötzlich, oh, wer ist denn dieser Carabao? Wieso hat der jetzt schon wieder eine? Ja, das war natürlich dadurch, dass Alles auf Anfang unheimlich promotet wurde in Radios und ging hoch. Und sehr schön. Wir wollten, das war eigentlich so unsere Ziel oder ist immer noch unsere Zielsetzung, eine Message rausbringen. Mhm. Alles auf Anfang ist klar. Du stellst jeden Tag dein Leben auf Anfang. Runter vom Sofa. Kennen wir das nicht alle? Wir ergießen uns in Selbstmitleid, schmeißen uns aufs Kissen, keiner hat mich richtig lieb und das Leben geht an mir vorbei. Gerade nach Liebeskummer? So zum Beispiel, ja, den habe ich ja nicht. Und, geht alles vorbei. Ja, dann, alles dann, auf Anfang. Und dann heult man auch hinterher, ach meine Freunde, niemand ruft mich an. Nein, warum geht es denn nicht mal andersrum? Geh doch mal oben im Hintern. Hoch, runter vom Sofa. Dann nimmst du deine Lederjacke. Und dann gehst du zu deinem Kumpel und sagst du, so komm, wie früher, wir hauen wieder ab und wir machen was. Und egal in welchem Alter. Ja, so. Und das war dann eben halt die Message. Und wie Volker das auch eben schon sagte, haben mich viele darauf angesprochen. Die haben gesagt, das glaube ich. Runter vom Sofa, das ist eigentlich etwas, das motiviert mich. Das stimmt allerdings. Also egal wie bequem das Sofa ist, auch mal runter davon. Keiner klopft an die Tür und schenkt uns was, ne? Ja. Volker, mit welchen Schwierigkeiten habt ihr denn zu kämpfen? Denn mal gerade in Bezug auf Corona oder was jetzt wieder alles beginnt, alles auf Anfang. Ja, also in erster Linie, ja klar, mit den Schwierigkeiten von Corona halt und diese ganzen Folgen, diese Unstimmigkeiten, 2G, 3G oder überhaupt kein G oder sowas. Ja, das ist im Moment eigentlich der schwierigste Faktor, mit dem wir eigentlich zu kämpfen haben.
So, alle anderen Sachen sind zwar auch nicht einfach, aber die sind wesentlich einfacher zu bewerkstelligen im Nachhinein. Mhm. Ja, weil ich habe jetzt auch letztes Mal bei der Stadt Dortmund angerufen, habe danach gefragt, wie denn hier, weil wir hatten ja auch vor, eigentlich hier nochmal eine Tour zu machen. Ja, und wie dann diese Corona-Regelungen dermaßen nicht ablaufen sollen. Und da konnte man mir bis heute noch keine anständige Auskunft geben, wie das überhaupt dann... Wie das immer so ist, ne? Und daher ist man ja auch als Manager oder auch als Künstler, so wie Stefan jetzt, vorsichtig, da irgendwas zu machen, ohne mit dem Gedanken jetzt, ne, boah, hinterher kriege ich mal eine Konventionalstrafe oder irgendwie sowas. Ja. Also selbst bei der Routine gibt es ja Schwierigkeiten. Und gerade durch Corona wünscht man sich eigentlich diese Routine jetzt erstmal wieder zurück, das um planen zu können. Das auf jeden Fall, weil das ist wirklich ein gravierender Störfaktor, also in der Planung auf jeden Fall. Das ist verständlich für uns alle. Also eine Schwierigkeit, wenn ich das sagen darf, ist natürlich auch noch für uns oder insbesondere für mich als Künstler im Bereich Schleswig-Holstein Fuß zu fassen. Du sprachst vorhin mal NRW an, den Pott. Ich habe es hier wesentlich leichter, überhaupt Connections zu machen, dass die Leute mir zuhören, dass ich mich vorstellen darf, dass ich Plakate hinhängen darf oder sonst irgendetwas. Und ja, vielleicht sind wir da oben eine musikalische Diaspora. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Guck mal, ich lebe 40 Jahre in Lübeck und man kennt mich dort. Ja? Man weiß jetzt auch, dass ich singe. Ich würde gerne mal in Lübeck singen, ich würde gerne mal in Lübeck auftreten. Das habe ich auch schon, aber ja. Das waren eigene oder eigenveranstaltete Sachen. Und es gibt dort auch Stadtfeste, wo man vielleicht mal wieder so ein bisschen zielgerichtet drauf gucken könnte. Ne? Also das sind so diese kleinen Schwierigkeiten, ne, die man nebenbei noch hat. Naja gut, auf der anderen Seite weicht man dann eben halt aus und fühlt sich dann hier wieder wohl. Ne? Aber sag mal was anderes, ich habe ja meine Brille nicht auf. Kannst du vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwelche Zuhörerfragen schon haben? Ich schaue immer wieder mal. Gucken wir mal. Nein, das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Also falls ihr Fragen habt, stellt gerne eure Fragen. Wir sind hier, wir schauen drauf und wir können es kaum erwarten. Also Hände in die Tasten und los geht's. Stefan, kommen wir nochmal auf deine Songs zurück. Rock dein Leben, das war jetzt dein dritter Song. Was willst du uns damit sagen? Rock dein Leben, ach Gott, was will ich damit sagen? Kann ja viel bedeuten. Wir sind alle verantwortlich für unser Leben und wir müssen alle was tun. Die Hausfrau mit den zwei Kindern, die sie nerven und trotzdem muss sie sie bändigen und muss immer ruhig bleiben, du weißt, wovon ich spreche. Nicht nur Hausfrau. Man muss sein Leben in den Griff kriegen und man muss immer was draus machen. Ne? Also rock dein Leben. Ich sage mal, vor 2 Monaten, Volker, glaube ich, war es. Ne? Da hatten wir hier eine Benefizveranstaltung in Dortmund-Kirchlinde im Seniorenzentrum. Und da habe ich diesen Song gewidmet. Und zwar dem Personal dort, stellvertretend für alle alten Betreuer, ja, oder Seniorenbetreuer und Betreuerinnen, weil die haben es eigentlich gepackt. Die haben es gepackt. Sie haben das Leben gerockt für die alten Leute, für die, die sich kaum noch selbst helfen können, und haben noch ein ganz kleines Stückchen ihr eigenes Leben und das der Familien gerockt. Das fand ich einfach nur groß. Ne? Und deswegen habe ich das gemacht. Und es gab noch einen Moment, da sind wir wieder beim Pott. Wir waren am Phoenix-Stahlwerk, als ich das erste Mal sah, ja, ist mir der Atem fast stehen geblieben und ich schaute nur auf diese Ruine und sagte dann zu meinem Team, guckt euch das mal an, hier wurde das Leben gerockt. Ja? Also so ist diese Verbindung. Rock dein Leben, es ist ein Synonym, ja, und jeder von uns muss eben halt sein Leben immer jeden Tag aufs Neue, ne? Und eigentlich kann man ja auch eine Kette draus machen, ne? Man kann ja sagen, ich stelle mal alles auf Anfang, runter vom Sofa und dann rock ich mein Leben. Richtig. Ja, genau so. Das möchten wir auch nochmal hier ergreifen und sagen, auch nochmal von uns ganz herzliches Dankeschön an alle Pflegekräfte. Ich glaube, da stimmen wir uns alle überein. Aber sowas. Ja. Und Volker. Gibt es Sponsoren oder sucht ihr noch jemanden? Ja, Sponsoren, das ist auch so ein Thema. Ja, natürlich suchen wir auch Sponsoren, sicher, weil so Produktionen, die sind halt nicht billig. Und in der Schlagerbranche ist es ja auch halt so, es kann sich
fast kein Künstler in der Schlagerbranche nur von seiner Musik finanzieren, weil er dafür einfach zu wenig vom Singen her verdient. Mhm. Ja, und wenn er dann seinen Zweitjob nicht hätte, dann wäre es fast gar nicht möglich, denke ich mal, dass er überhaupt irgendwie eine Single aufnehmen kann, weil da also wirklich demense Preise bestehen. So, ich will jetzt nicht sagen, die sind ungerecht, oder ich meine, jedes Ding hat seinen Preis und jedes Ding hat alles auch eine Arbeit. Aber wie gesagt, also es ist wirklich im Moment ohne Sponsoren kommst du da nicht sehr weit. Naja, vor allen Dingen ist es ja auch so, die Leute wollen natürlich immer wieder neu versorgt werden mit Musik, und was wollen wir? Richtig. Wir wollen versorgen. Dann kommen Fragen, ich sag mal, da bin ich niemandem böse für die Frage, aber sie ist einfach unüberlegt. Willst du ein Album machen? Nein? Ja, will ich, aber nein, kann ich nicht, weil es ist ein Kostenfaktor. Oder ich würde dich aber gerne mal wieder auf dem Video sehen. Ja, ein Video. Das kann ich vielleicht so auf dem Handy und dann singe ich da alles auf Anfang. Aber ein professionelles Video, das geht in den vierstelligen Bereich und das weiß kaum einer. Und wie gesagt, dann wäre es immer so schön, Volker hat das ja auch richtig gerade da so angesprochen, wenn man jemanden hätte, der sagt, Mensch, du machst ein bisschen Werbung für mich, mhm. Ja, mir tut es nicht so wahnsinnig weh, komm, wir kooperieren. Richtig. Ja, das wäre natürlich ein Traum und den haben wir noch nicht aufgegeben, glaube ich. Vielleicht kommt Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Man soll ja auch nie aufgeben. Nein, um Gottes Willen. Also von daher, also falls ihr jemanden kennt oder selber Sponsor werden möchtet, meldet euch gerne bei uns. Vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt und so weiter. Wir hören zu, wir sind bereit und wir würden uns freuen. Ja. Stefan, was bedeutet dir deine Musik? Ich meine, man sieht es, man hört das, aber noch tiefer gehen. Lebenselixier, ne? Also wie ich ja schon sagte, ich bin mit der Musik groß geworden. Sie hat mich nie enttäuscht. Wenn, dann konnte ich mich eigentlich nur selber enttäuschen, indem ich dann vielleicht mal die falsche CD gegriffen habe. Aber nein, es ist die Musik ist Meilenstein. Eigentlich ist es meine Richtschnur. Und ich habe ja auch vorhin schon angesprochen, dass ich sie sogar in die Erziehung meiner Töchter mit hineingezogen mhm. habe. Ich kann mir ein Leben ohne Musik eigentlich gar nicht vorstellen. Also Musik ist mein Leben. Sehr schön. Das merkt man aber auch. Danke. Zurück zu dir, Volker. Da wären wir wieder. Und was bedeutet die Musik denn dir? Welcher Bestandteil hat das in deinem Leben? Ja, also Musik ist für mich eigentlich auch sehr wichtig, weil Musik ist so, ja, auch mein Anker irgendwo. Musik holt mich, also wenn ich aufgebracht bin oder irgendwas, holt die Musik mich ziemlich schnell wieder so runter auf den Boden der Tatsachen halt, ne? Und das ist schon, also ohne Musik, ganz ehrlich, möchte ich auch gar nicht mehr leben. Ich glaube, dem können wir uns auch alle anschließen. Ohne Musik ist das Leben nicht lebenswert. Absolut nicht. Wo man singt, da lässt sich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Richtig. Das war ein Spruch von meiner Oma. Die Ehrlich? Muss wieder, ja, muss ich wieder sag, rein. Alte Sprüche müssen auch mal wieder neu gemacht werden. Ja, ne? ja. Ich wollte das nur, bitte. Was hältst du denn eigentlich von Internet-Hitparaden? Oh, mit der Frage habe ich jetzt schwierige gar nicht Frage. Es ist eine schwierige Frage. Ja, Internet-Hitparaden sind schön. Mhm. Man kann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, ohne kalt dem einen oder anderen weh zu tun. Nein, nicht kalt erwischt, um Gottes Willen. Also es ist schön, dass es diese Hitparaden gibt. Sie zeigen in etwa eine Richtung an, aber die Platzierung spiegelt nicht die das Künstlerische wider. Ja? Das Können. Wenn ich dann an einige Hitparaden denke, in denen ich persönlich mal auch mit der Lena zum Beispiel teilgenommen habe, sind wir rausgegangen, weil wir gemerkt haben, das ist alles nur Schmu. Ja? Wenn du innerhalb von einer Stunde mit drei PCs 500 Mal voten kannst, so, ne? dann weiß ich nicht, dann hat das eigentlich nichts mehr mit Fairness zu tun. Und von daher sage ich, ja, ich bin gerne in diesen Hitparaden. Es ist auch immer schön zu sehen, wenn du dann unter die Top 10 zum Beispiel gekommen bist. Sie sind jetzt nicht so meine oberste Priorität. Also kann ich so nicht sagen. Die Paran haben im Prinzip ja den Sinn, also auch, dass die Songs weiter promotet werden. Das ist es, ja. Also da geht es natürlich um viele Promotionen und es ist halt nicht so transparent, das ist auch klar. Es wird von vielen Fans anderer Künstler dann also auch immer so ein bisschen falsch gesehen. Ne? Falsch gepusht. Ja, es wird falsch gepusht, richtig genau. Ja, ach, da er hat ja schon wieder einen Song. Ja. Manchmal gibt es Hitparaden, da sind zum Beispiel Künstler mit zwei oder gar drei Hits dabei.
Ja, dann sind da Künstler, die sind schon etliche Jahre unter der Erde. Ich meine, also Ehre allen Kolleginnen und Kollegen, aber frage ich mich, was soll das, was sollen die jetzt in der Hitparade? Oder aber gibt es vielleicht so wenig Angebot? Nein, gibt es nicht. Ich weiß, dass es im Moment ein ganz, ganz großes Angebot gibt. Ne? Da geht es wirklich ums Pushen. Volker, sag mal, gibt es denn eine Homepage von Stefan Karabau? Ist da was geplant? Worauf können wir uns freuen? Ja, ich sag mal, wenn ich nicht so faul wäre, wäre es schon längst fertig. Nein, es ist also... Nehmt ihm Arbeit ab. Das ist auf jeden Fall, eine Homepage ist auf jeden Fall in Planung jetzt. Und es ist natürlich auch wieder viel Vorbereitungszeit dafür, die man aufbringen muss. Man muss erstmal überhaupt dieses ganze Pressematerial zusammenstellen, bearbeiten und hier und da. Also auch eine Homepage, die lässt sich leider Gottes nicht eben halt in 24 Stunden aufstellen. Und man möchte ja auch was damit präsentieren und dann nicht da so eine 8x15 Sache hinlegen oder irgendwie sowas. Ne? Die muss ja auch gepflegt werden, ne? Es ist auf jeden Fall eine Homepage. Also geplant und sehr schön. Wie gesagt, also wir haben da auch schon unsere Ideen für und ja, ich denke mal so in naher Zukunft wird sie dann auch online gestellt. Das hören wir doch alle gerne. Darf ich ganz kurz mal ein paar Grüße loswerden? Aber selbstverständlich. Ich sehe nämlich hier gerade bei uns im Chat erstmal liebe Grüße an die Birgit, natürlich auch an meine Freundin Elke, die vorhin noch so schön beim Soundcheck geholfen hat und sich dadurch auch noch einen Titel erworben hat. Bei mir aber, wir sagen ja nicht welcher. Dann grüße ich die Gitta ganz, ganz lieb. Viele Grüße nach Lüneburg, nach Beutze. Ja, und dann hat sich dazu geschaltet Norbert. Mein Freund Norbert. Wo Norbert ist auch seine Schwester und seine Mutter nicht weit. Norbert ist ein alter Stage-Fotograf und er hatte sie alle. Er hatte wirklich die Großen und die Tollen, pendelt zwischen Ostseeküste und Hamburg immer hin und her und hat irgendwann mal Witterung aufgenommen von Lena Mainoy. Mhm. Ja, und da hing ja nur noch der Stefan noch dran, aber der war ja noch damals gar nicht so richtig der Karabau. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir Events haben und da steht Norbert dann mit der Kamera und ganz uneigennützig, haut da ein Bild nach dem nächsten weg und stellt das dann wunderschön in Facebook. Also sehr schön. Viele liebe Grüße nach Dahme oder Hamburg oder beides und Norbert, tausendfach danke. Auch von uns ganz liebe Grüße an Norbert und natürlich auch an Gitta. Ganz herzliche Grüße. Stefan, kommen wir nochmal auf deine Songs zurück. Schreibst du deine Texte selber? Die ersten drei nicht. Also alles auf Anfang, runter vom Sofa und Rock dein Leben sind in Absprache mit mir quasi, okay. So richtungstechnisch. Aber das hat Gottfried Koch, also mein Produzent aus Hamburg, selber gemacht. Die nächsten werden aber von mir, oder das heißt zumindest der nächste. Ja, es ist, ich denke mal, ich kann schreiben, beziehungsweise der Gottfried hat mich also auch diesbezüglich mal gelobt, hat gesagt, ja, du kannst das, warum machst du es denn nicht? Ja, schreibst du denn auch für andere Texte? Eigentlich warum nicht? Also wenn ich mal die Texte so durchlese, alles, was ich bisher geschrieben habe, würde ich persönlich nicht singen, weil vieles könnte man auch so in diese Herzschmerzgeschichte Richtung Schlager, deutscher Schlager, also richtig pure Schlager. Ja, aber der nächste kann ich dir versprechen, das wird ein Titel von mir sein und der hat auch wieder eine Message. Aber viel sage ich da nicht so. Also ich denke mal, jeder wird sich da auch wieder drin finden und die Musik kommt natürlich dann auch wieder von Gottfried Koch und es wird Deutschrock. Da sind wir mal gespannt und freuen uns drauf. Dann gehen wir nochmal zu dir rüber, Volker. Hast du ein besonderes Ziel bezüglich Stefan Karabau? Was erhoffst du dir eigentlich? Ich weiß nicht, ob man das Ziel nennen soll oder Traum nennen soll. Natürlich möchte ich erreichen, dass wir den Stefan auch mal auf einer der großen Showbühnen kriegen. Das wäre so mein Traum eigentlich. Das sollte doch machbar sein. Ja, wenn die da eine Treppe haben, komme ich da schon hoch. Also wir brauchen eine Rolltreppe, Leute. Ne? Ja, aber wie gesagt, es ist halt nicht einfach. Ne? Und gerade auch die großen Bühnen zu erreichen, musst du erstmal Hunderttausende von kleinen Bühnen besteigen. Das ist klar, Step by Step, ne? Von klein zu groß. Ja, so aber ist wir sind das. Auf dem Weg. Ach, ganz ehrlich, wir sprachen ja eben über meine Leidenschaft Musik und Tina, ob ich nur vor 20 Leuten singe, das war als DJ genauso, oder vor 200 oder vor 2000. Also ich hab da keine Berührungsängste, die Musik bleibt die gleiche und die Messages, die ich rausbringen will,
eigentlich auch. Von daher, ja, ich sag mal so, ne? Gerade hier Rheinland, ne? Also ich. Ihr habt doch die Bühnen! Ihr habt sie doch! Meldet euch! Alles. Ja, es, wie gesagt, also mir ist es recht und Stadtfeste, sonst irgendwas, ja, immer wieder gerne. Natürlich. Ihr habt's gehört. Habt ihr vielleicht Fragen dazu? Schreibt uns auf jeden Fall gerne eure Fragen. Sendet uns die Grüße. Wir hören zu, wir lesen mit und wir warten auf euch. Und ich komme nicht alleine. Ich komme mit einem Top-Team. Sehr schön. Kannst kaum erwarten. Stefan, kannst du dir eigentlich auch vorstellen, eine andere Richtung als Deutschrock zu machen? Oder möchtest du diese Richtung beibehalten? Also ich sag mal so, das, was ich produziere, das wird Deutschrock bleiben. Mhm. Da habe ich mich vom Herzen her entschieden und habe gesagt, ja, das möchte ich. Weil ich glaube, dass das nicht so alltäglich ist. Ne? Das hat er früher durch Marius Müller-Westernhagen oder auch durch Udo Lindenberg, Maffay später ja auch, hat es ja solche Künstler gegeben, aber ich möchte ganz gerne da so meine eigene Richtung ein bisschen weiter verfolgen, was nicht heißt, dass ich nicht andere Sachen singe, denn bei Live-Events singe ich den deutschen Schlager, ich singe Oldies, ich singe natürlich meine Titel, ich singe auch internationalen Rock, also ziemlich breites Spektrum und das ist immer schon ganz witzig. Ich muss dann aufpassen, dass ich die richtige Jacke anhabe, wenn ich dann also mit den tätowierten Armen und der Rockweste dann plötzlich singe, du kannst nicht immer 17 sein. Haut nicht ganz hin, aber... Man könnte davon ausgehen, man will es versuchen. Es klappt aber, ne? Es klappt. Und ich habe es immer gemerkt, die Menschen gehen mit, das sind Songs, die einfach mitreißen. Und klar, es ist mir im Endeffekt egal, was ich bei Events singe. Hauptsache, man akzeptiert mich dann also auch so rein auf dem professionellen Sektor als Deutschrocker. Super schön zu hören. Volker, sind denn Auftritte für dieses Jahr noch oder für 2022 geplant? Können wir uns auf irgendetwas freuen? Erwartet uns was? Ja, wie gesagt, diese Auftritte auf dieses Jahr, also die werden sich etwas einschränken, da eben halt auch, wir haben ja schon vorhin das Thema, der Markt einmal komplett übersättigt ist. Jetzt und ein paar Wein-Smileys. Ja, und eben halt auch so viele Großveranstaltungen auch noch nicht stattfinden werden. Also es werden Weihnachtsmärkte stattfinden und. Und vielleicht werden wir auch auf dem einen oder anderen Markt mal für eine Stunde da sein oder so. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das nächste Jahr. Und da haben wir schon einige Sachen in Planung. Ist ja auch nicht mehr lange hin und alles braucht ja auch Planung. Das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Da steckt ja viel dahinter. Eben. Viel Arbeit, viel Mühe. Eben. Aber wir freuen uns drauf. Die Weihnachtszeit überbrücken wir noch und dann sehen wir, was 2022 bringt. Naja, da gibt es auch noch diese berühmte Jahreswende. Also wenn jemand Silvesterparty... Silvester, brauchen wir jemanden? Ein bisschen Rock, ein bisschen... Ja, klar, natürlich. Also wie gesagt, das bunte Programm und warum nicht, ne? Sag Bescheid, wir warten. Immer noch. Stefan, dein Song Rock dein Leben erscheint ja bald auf einem Sampler. Wie kam das? Oh ja, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kriege schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Ich werde gut, dass du eine Jacke anhast. Ja, ich werde promotet von Hans-Peter Sperber, auch HP genannt, aus Berlin. Der hat Sperbis Musikplantage. An dieser Stelle auch HP. Ganz liebe Grüße an dich. Vielen Dank für deine tolle Promo und für deine Unterstützung. Und er hat dieses Jahr 15-jähriges Firmenbestehen und hat sich da mal so überlegt, eigentlich könnte ich doch mal eine CD machen, einen Sampler. Ja, und die erscheint, ich meine, am 5.11. ist dann überall zu erwerben, richtig auch als CD, also nicht nur zum Downloaden. Und da bin ich dann die Nummer 12. Sehr mit schön. Von 23 Leuten, die da drauf sind. Und ja, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ne? Also schon wieder mal ein bisschen was erreicht. Richtig. Finde ich. Also Leute, remember the 5th of November. Ja, ne? Genau. So, genau. Volker, wollen wir den Zuschauern vielleicht auch mal unseren Kameramann vorstellen, den Jürgen? Ja, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, weil es ist ja auch ein wichtiges Teammitglied hier für uns. Komm mal, beide Leute. Und ich hoffe jetzt, dass er es schafft, aus der Ecke rauszukommen. Ohne dass er was mitreißen tut. Genau. Ja, auch. Er kommt. Ja, er kühlt.
Hallo Jürgen. Wink mal unseren Zuschauern zu. Ja, da ist er. Schönen guten Abend. Falls ihr was zu Jürgen zu sagen habt, schreibt uns. Da, Jürgen, jung, dynamisch und wie wir alle voll im Leben. Erfolglos, trotzdem voll im Leben. Er kam runter vom Sofa und rockt sein Leben. Er ist ein hervorragender Koch, ja, und er ist immer noch zu haben, ihr hübschen Frauen. Wie wäre, und ich kann dann auf der Hochzeit singen, ja. Aber wenn das nicht ein Plan ist. Das ist die Jürgen. Super, danke dir, Jürgen. Start Nummer 01. Danke für deine Hilfe. Ja, der Jürgen, das ist auch ein Typ, den ich ja nun kennengelernt habe, hier über die ganze Schiene, Radio, Disco Fox Fieber, das war der Sender, bei dem ich die beiden kennenlernte. An dieser Stelle nochmal Disco Fox Fieber, Grüße an die Helke. Und ja, es hat sich da auch eine Freundschaft entwickelt. Und wenn ich dann jetzt hier so, ich erzähle das einfach mal. Ja, wenn ich dann jetzt hier so 10, 11 Tage bin, das ist ja eine WG. Und man kann sich das nicht vorstellen. Man hat genug Serien darüber gesehen, Männer-WGs. Ja, wir wissen, wie das endet. Aber da, ich bekoche meine Jungs und der Jürgen geht dann mal kurz einkaufen und in der Zwischenzeit macht der Volker dann wieder irgendwas am PC und plant und tut und macht. Also es gibt eigentlich kaum echten Stress. Mhm. Es gibt Männerstreit. Also, aber das ist sich einmal rein und dann Bier drauf und gut ist, ne? Ja, du kennst es, ne? So ist das. Das ist, ne? Ne? Da wünschen wir uns doch eigentlich alle. Pot. Richtig. So. Den Assi mit Herz. Und dann wird auch, da wird auch dann im Endeffekt nicht mehr rumgemault und am nächsten Tag, das habe ich dir schon wieder gesagt oder so. Nein, das ist dann vergessen. Und das ist das Schöne. Und wie gesagt, es geht echt stressfrei hier ab. Du könntest ja mal darüber einen Song schreiben. Ich und meine Männer-WG. Aber weil ich Spaß war, sei nein, bitte nein, bitte nein. Da müsste ich dir auch noch deinen Namen nennen, womöglich. Aber ist denn eine neue Single geplant? Ja, natürlich ist geplant. Also ja. Ich denke mal, ich werde auch noch dieses Jahr einen singen wollen. Mhm. Damit nachher vielleicht eventuell auch noch was so unterm Tannenbaum liegen könnte bei dem einen oder anderen Fan. Ja, es ist geplant. Aber ich muss die Reihenfolge einhalten, weil ich muss ja dann auch wieder mal ein bisschen die Lena vorne bringen. Mhm. Die hat also jetzt mit dem Gottfried einen Termin. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Oktober. Doch, also ich denke mal, es wäre vielleicht dieses Jahr noch zu schaffen, dass wir da noch was machen. Wir glauben an dich. Ja, ich glaube. Dranbleiben. Sehr schön. Volker, wo können wir Stefan Karabauer in ihrer Zukunft denn sehen? Ja, wie gesagt. Bis auf jetzt hier. Wie gesagt, bis auf jetzt hier natürlich. Ja, für nächstes Jahr haben wir noch ein paar Sachen geplant, wo wir jetzt allerdings noch nicht drüber sprechen möchten. Mhm. Ne? Weil auch wir haben unsere Geheimnisse. Ich kann nur dazu sagen, es sind aber auf jeden Fall anständige Sachen und da wird sich jeder darüber freuen. Also ganz viele Überraschungseier heute hier, wie wir sehen, ne? Naja, nun, klar, es ist, du weißt ja, der Volker, der träumt ja von diesem großen Bühnenbruch, ne? Wo auch eine Leiter da ist, ja. Zumindest die Treppe und ein Lifter. Lifter wäre doch gut. Träumen wir alle von. Also ich sag mal so viel, ne, um ein bisschen Entspannung reinzubringen. Ich werde nicht vom Mittelkreis beim BVB singen, obwohl das wäre natürlich der Oberhammer. Ich sagen, ne? Aber da musst du in diesem Outfit bitte mitkommen. Selbstverständlich. Sag Bescheid. Ich bin dabei. Super. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal als Frontmann einer Band aufzutreten? Jein. Darauf erstmal ein Wasser. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Nein, 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 nein. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, das war einmal, ne? So, vielleicht mal aus Gag, okay. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, nochmal so von und ganz da reinzuspringen. Was ich mir unheimlich gut vorstellen könnte, und das ist vielleicht ein kleiner Traum, ich möchte vielleicht mal den Titel Wild Thing, den ich auch in meinem Repertoire habe, als Frontman bei den Trucks singen. Also nur einmal so aus Gag, weil dieses Feeling muss unheimlich groß sein. Ne? Aber ansonsten, lass mich mal solo, ist alles in Ordnung. Manchmal ist alleine besser. Ja, ich denke mal, was heißt es alleine besser? Allein bist du ja nicht. Ne? Nein, also man darf eins nicht vergessen, Tina, ich habe es ja nun durch über viele, viele Jahre. Musik fördert auch das Verständnis und die da unten sehen nicht, dass die da oben sich miteinander unterhalten. Wenn ich an Thailand denke,
Es war nur eine minimale Drehung mit dem Kopf und ich wusste, dass mein Kollege, mein Freund mir was sagen wollte. Ja? Mhm. Ey, pass auf, jetzt kommt deine Stelle, wo du so schwach bist oder so. Und, ne? So ein Zucken, das kriegt keiner mit. Und das ist das Schöne eigentlich. Kommunikation durch Augenkontakt. Nicht nur durch Auge. Du merkst es manchmal nur durch irgendwelche Regungen. Durch ganz besondere Regungen. Ja, da muss schon ein Band dazu her. Ja, oder? Natürlich. Und von daher ist eine Band eigentlich schön. Aber ja. Nein, das ist jetzt passé und lass mich mal meinen geraden Weg nach vorne gehen. Na, du hast ja deine Background, gell? Die kann dir sicherlich auch mal Blicke zuwerfen. Ja, aber sicher, das, sogar. Aber sicher, aber sicher. Ja, und Google gehört ab 60, ne? Die, genau. Dem Alter angepasst. Sehr gut, zu wissen. wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Stefan? Jetzt mal unter uns. Können wir da nachher drüber reden? Soll ich rausgehen? Nein, also mit dem Stefan. Ja gut, ich bin als Mensch auch nicht einfach und genauso wie Stefan. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Ja, und aber man spricht, wenn man Unstimmigkeiten hat, spricht man halt drüber. Und es ist eigentlich ein ganz entspanntes Arbeiten mit dem Stefan, weil, wie der Teufel es so will, es ist, ja, wir haben ja vorhin schon von Blickkontakt gesprochen, so, ja, wir brauchen uns im Prinzip beide nur angucken, da weiß schon der eine, was der andere sagen möchte. Ja, und auch von den Ideen her und so, das ist irgendwie phänomenal, also man spricht nur ein Wort aus und schon entsteht da eine Idee von beider Seiten her, das ist Wahnsinn, also. Ja, das ist echt toll zu hören. Ansonsten bei Problemen, wie gesagt, ne, einer rein, Bierchen drauf und dann legt man sich in den Arm und gut ist. Perfekt. Ja, natürlich. Und was für ein Bierchen, da gibt es immer einen Grund. Ne? Das Siegerbier, das Entschuldigungsbier, das Gute-Nacht-Bier, genau. Das Bist-du-mir-noch-böse-Bier, das wollen wir uns mal wieder streiten. Wir, naja, auch das Guten-Morgen-Bier. Nein, das haben wir nicht. Nein, da gibt es einen ganz, ganz klaren Grundsatz. Nein, sowas machen wir nicht. Absolut nicht. Dafür gibt es auch andere Sachen. Richtig. Stefan, wie ist das eigentlich, wie soll ich beschreiben? Wie ist Stefan Carabau privat? Wie bist du als Mensch, der Mann hinter dem Sänger? Ich denke mal, man sieht es jetzt, also ich verstehe mich hier vor der Kamera auch kaum. Ich habe meine guten und meine schlechten Seiten. Mhm. Die schlechten versuche ich immer irgendwo wieder zu korrigieren, aber das gelingt einem nicht. Ich mache meine Fehler, die habe ich über fast 6 Jahrzehnte gemacht. Ich habe daraus gelernt. Und ja, wie bin ich ansonsten? Also du bist ein Mensch. Ja, ich denke mal, ich werde auch ein Mensch bleiben. Also ich wusste nicht, was mich da irgendwie aus der Bahn bringen sollte. Wie bin ich als Mensch sonst? Ich bin manchmal eine Zicke, das muss ich mir zumindest von meinen Töchtern sagen lassen. Und ich weiß, dass sie damit auch recht haben. Diva bin ich auch schon genannt worden. Dafür gibt es ja Snickers. Ja, richtig. Richtig, aber ich bin auch manchmal niedergeschlagen, traurig, also nicht immer nur der auf der Bühne lächelt. Mhm. Und es wäre aber auch schlimm, wenn das so wäre. Man hat eben Gefühlsregungen und wie gesagt, wir sind alle Menschen. Ja, ansonsten, wie bin ich sonst noch privat? Ich fahre gerne Auto. Schau mal hin und wieder Fernsehen, aber dann müssen das für mich Tierfilme sein, weil bei denen kann ich mir so. Ehrlich? Ja, dann kann ich so wunderbar einschlafen. Ich liebe diese monotone Stimme, der Eisbär. Oh ja, das kennen wir. So, dann habe ich einen unheimlichen Faible für Kochen, für Backen und ja, auch so ein bisschen das Häusliche halten. Ich hatte bis. Ja, komm gerne vorbei Weihnachten. Gerne vorbei, ja, klar, ja. Natürlich. Ja, danke für die Einladung. Sicher. Ich wünsche mir. Nein, das machen wir dann andermal. Ja, und wie bin ich sonst so? Ich habe eigentlich ein bisschen wenig Zeit, um meine Hobbys noch so. Wobei, ich habe ja mein Hobby eigentlich jetzt vermarktet. Das ist eben die Musik. Das größte Hobby. Ja, es ist das größte Hobby. Ich versuche mich immer nach wie vor noch viel um meine Töchter zu kümmern. Auch dann schulisch oder berufsschultechnisch da mal so ein bisschen einzudenken oder mal zu helfen. Und was ich gerne mal machen möchte, mal irgendwann wieder spazieren gehen, eine Stunde oder zwei. Denn wie Volker vorhin schon mal eingangs sagte, der Tag, der hat so wenig Stunden. Ne? Ich habe den normalen Beruf, dann hast du natürlich so viel noch mit der Musik zu tun. Und man vergisst dann so diese Kleinigkeiten. Ne? Das kennen wir aber alle. Ich glaube nicht, Tina, dass ich ein sehr schwieriger Mensch bin. Ich kann es wohl sein, ich kann vielleicht auch ein bisschen unbequem sein, aber ich denke, dass ich immer ehrlich und gerade davor bin. Und dem einen passt es, dem anderen halt nicht.
Also einfach authentisch, kann man sagen. Ich denke schon. So habe ich dich auch kennengelernt. Und man weiß wenigstens, woran man ist. Ja, so. Und Fake haben wir ja auch alle genug. Ja, das ist normal. Ja, ja, natürlich. Super. Volker, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle, die mich lieb haben. Grüß zurück! Ja, ich sag mal, ja, ganz liebe Grüße natürlich an alle, die uns hier jetzt schon die ganze Zeit lang begleiten, an alle unsere Fans und treuen Hörer. Ja, und auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an meine Tochter. Sehr schön gesagt. Möchtest du vielleicht auch noch jemanden grüßen? Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Bei A wie Aalangler in Aachen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich grüße ich erstmal ganz, ganz lieb alle da draußen, alle meine Fans und sage vielen, vielen Dank für jetzt mittlerweile ein Jahr Promotion, ein Jahr Unterstützung und ich hoffe, es werden noch viele, viele Jahre. Dann grüße ich natürlich auch meine Töchter ganz, ganz lieb, wenn sie jetzt zuschauen sollten, meine Freunde und ich möchte auch ganz gerne die Leute grüßen, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe musikalisch. Das war mal ein kleiner Gruß nach Thailand, weil ich weiß, dass wir dort auch mit Sicherheit gesehen werden. Und meine ehemaligen Freunde dort, meine ehemaligen Bandmitglieder, die verfolgen das Ganze hier natürlich auch. Verstehen zwar nicht die Texte, aber verlangen von mir, dass ich die dann vom Deutschen ins Englische übersetze. Und dann finden sie das total klasse. Super. Ich weiß aber auch, dass sie meine Melodien spielen, können aber jetzt leider natürlich immer noch nicht auf die Bühnen. Ne? Ja. Also, thank you everybody in Thailand. And I hope we can see us and my friend Go and me. We want to rock you, okay? Super gesagt. Das waren sehr viele Infos. Wir versuchen alles erstmal so weit zu verdauen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Antworten, für eure Ehrlichkeit. Gerne. Für das Lachen. Ja. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch allen. Moment bitte noch einmal. Aber selbstverständlich. Jetzt muss ich was am alten Kadaver erheben. Wenn es schon knallt, dann ist es Pipo-Kotz. Ja, damit das ein bisschen absticht von der Farbe. Tina, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und gib dir vielen mal einen. Vielen lieben Dank, ne? Das machen wir, sobald die Kinder aus dem Haus sind. Ihr habt es gehört, liebe Leute, nochmal ganz herzlichen Dank an euch und ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört, mit dem Pott im Herzen und dem Rock im Blut ist immer alles gut. Danke euch. So ist es. Keep on rocking. Bye, bye. Tschüss. Bye. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.